Hallabamba, Wimba, Wimba, Naminso, Wimba, Wimba. Afrika, die Wiege der Menschheit. Im Osten des Kontinents liegt Kenia. Auf einer Fläche siebenmal so groß wie Österreich leben 45 Millionen Menschen. In Kenia leben rund 40 verschiedene Volksgruppen, die mehr als 50 verschiedene Sprachen und Dialekte sprechen. 80% der Bevölkerung gehört dem christlichen Glauben an. Im Westen des Parks gibt es vor allem Gras- und Buschsavannen. Im Osten wird es trockener und geht in eine Halbwüste über. Survival of the fittest. In Tsavo überleben nur Tiere, welche sich besonders gut an die trockenen und heiße Regionen angepasst haben. Das Zebra gehört zur Familie der Pferde. Das Muster der Streifen dient zur Tarnung. Durch die Streifen löst sich der Umriss des Körpers optisch auf, so dass das Zebra von Raubtieren schwer zu erkennen ist. Eine Besonderheit des Tsavo-Nationalparkes sind die roten Elefanten. Das Geheimnis der roten Farbe liegt am vulkanischen Ursprung und der eisenhaltigen Erde dieser Region. Die Elefanten bewerfen sich zum Schutz vor Sonne und Insekten mit diesem roten Staub, der an ihnen haften bleibt und ihnen die unverwechselbare Farbe verleiht. Durch einen starken Anstieg der Elfenbeinpreise nahm die Wilderei in den 80er Jahren stark zu. 10 Jahre später waren 3/4 der 40.000 hier lebenden Elefanten getötet. Kurz darauf trat ein weltweites Handelsverbot für Elfenbein in Kraft. So konnten sich die Bestände wieder erholen. Die Giraffe ist das höchste aller Landtiere. Sie werden bis zu 5,5 Meter groß und bringen 900 Kilogramm auf die Waage.
Giraffen verbringen 15 bis 20 Stunden am Tag mit Fressen. Am liebsten verspeisen sie die Blätter der dornigen Akazien. Wusstest du, dass der Hals einer Giraffe mehr als 2 Meter lang werden kann?
Elefanten sind die größten lebenden Landtiere der Erde. Den Namen Dickhäute tragen sie zu Recht. Ihre Haut ist bis zu 2 cm dick. Bereits bei ihrer Geburt wiegen sie über 100 kg. Das Tick-Tick ist eine der kleinsten Antilopen Afrikas. Es erreicht nur eine Schulterhöhe von 40 cm und wiegt um die 5 Kilo. Die jungen Männchen bleiben etwa 2 bis 3 Jahre im Rudel, bis sie ihre Geschlechtsreife erreicht haben. Danach werden sie vertrieben. Junge Männchen streifen mitunter über Jahre umher und schließen sich meist mit anderen nomadischen Männchen zusammen. Im Gegensatz zu den übrigen eher einzelgängerischen Großkatzen leben Löwen im Rudel. Ein Löwenrudel besteht vor allem aus untereinander verwandten Weibchen und deren Nachkommen. Für gewöhnlich gibt es in einem Rudel 3 bis 4 ausgewachsene Männchen, welche es gemeinsam verteidigen. Jagen ist Frauensache, nur in Ausnahmefällen beteiligen sich die Männchen daran.
Die Landschaft des Tsavo West ist sehr vielfältig und deutlich hügeliger, bergiger und feuchter als die des größeren Tsavo Ost. Geparden sind schneller als alle anderen Tiere. Sie können bis zu 100 km pro Stunde laufen. Geparden sind Sprinter und können ihr Tempo kaum länger als eine Minute durchhalten. Ihr schnelles Tempo brauchen sie für die Jagd. Der afrikanische Strauß ist der größte und schnell laufendste lebende Vogel der Erde. Die männlichen Exemplare werden bis zu 2,5 Meter groß und können bis zu 135 Kilogramm schwer werden und können durchschnittlich 70 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Erst wenn man die Big Five, also die Löwen, Leoparden, Elefanten, Büffel und Nashörner gesehen hat, hat Kenia seine Schätze offenbart.